Alle kommen mit, alle wollen kämpfen, alle wollen Gegner töten. Wir sind hier ohne Aufsehen angekommen. So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch durch das Tor mit dem griechischen Feuer kommen. Nur eine Wache. Ihr und ich sollten da hoch und ihn erledigen, Prime. Ces und Bestia, öffnet das Tor und tragt die Kiste zum Kai, sobald die Wache erledigt. Sobald wir die Wache erledigt haben. Zeneros, gib ihnen Deckung. Wie ihr befehlt. Ich werde wachsam sein. Ich kümmere mich um ihn. Macht euch bereit! Alles mit dem Knie. Hallo Xiloninus. Richtet Maximalschaden an, aber kann keine kritischen Treffer landen. Gut, die Schiffe liegen nah beieinander. Das Feuer wird sich schnell ausbreiten. Was sind unsere Optionen? Dieser Teil des Hafens scheint selten patrouilliert zu werden. Es sollte kein Problem sein, an die Schiffe heranzukommen. Geben wir den anderen das Signal, dass sie die Kiste mit dem griechischen Feuer so nah als möglich an die Galeeren herantragen sollen. Seid ihr da unten noch wach? Geht los und tragt die Kiste. Wir sind direkt hinter euch. Jawohl, Primus. Los jetzt. Ich schätze, es bieten sich uns ein paar verschiedene Möglichkeiten, Schwung in diese Feier zu bringen. Wir könnten vom Pier einen Topf mit griechischem Feuer auf das Deck der nächsten Galeere werfen. Das könnte uns einen Vorsprung bei unserem eigentlichen Ziel geben. Oder diese drei Wachen da sehen aus, als würden sie gleich einschlafen. Ich bin mir sicher, wir könnten sie ebenso leicht ausschalten, wie ich es mit diesem Kerl hier getan habe. Damit hätten wir weniger Gegner zu bekämpfen. Ein paar Wachen ausschalten, die nicht mit uns rechnen, klingt gut. Ich finde beide Pläne sinnvoll. Schließen wir uns wieder mit den anderen zusammen und entscheiden dann. Toll, man muss wieder vorne über die Mauer runterklettern. Die Griechen haben vergessen, dass man auf den Wachposten ja auch mit irgendeiner Treppe oder so kommen könnte. Macht bis jetzt aber einen guten Eindruck, das Spiel. Da ist ein Turm mit einer Tür. Du kannst diese Tür aber nicht benutzen. Sie werden es kaum abgeschlossen haben. Sind wir bereit? Sind wir. Wie wollt ihr vorgehen? Wir machen das mit Gut. den Wachen. Wir sind derzeit noch im Vorteil, weil sie noch nicht einmal wissen, dass wir hier sind. Gegen je weniger Wachen wir kämpfen müssen, desto größer sind unsere Chancen, hier lebend wieder rauszukommen. Herumschleichen und Soldaten in den Rücken stechen? Ist das unsere Art zu kämpfen? Ich finde, wir sollten einfach ein paar Feuertöpfe auf das Deck dieser Galeere hier werfen. Was denkt ihr, Zeneros? Beide Pläne erscheinen mir furchtbar gefährlich. Wir sind umzingelt und befinden uns weit hinter den Feindeslinien. Aber ich ziehe keine von beiden Varianten vor. Habt ihr eine Meinung dazu, Kalidus?
Nicht wirklich. Langsam und vorsichtig kommen wir ans Ziel. Also los. Di-di-di-di. Hey, wacht auf! Die Römer sind hier! Wenn ich mir ansehe, wie nahe die Schiffe beieinander liegen, wird niemand das Feuer aufhalten können, sobald wir zwei Galeeren in Brand gesteckt haben. Zielt mit den Töpfen auf die Mitte der Schiffe, nahe beim Mast. Wenn die Segel Feuer fangen, ist die Sache erledigt. Ja, ja. Wir müssen beide Schiffe in Brand setzen. Wir können aber hier unten drüber gehen. Ich glaube, das ist auch der beste Weg. Ach, da unten ist Ende der Karte. Oh, ich muss das griechische Feuer aufnehmen auch. Wobei ich glaube, das ist dann nur dafür da, um gegen andere zu kämpfen. Ich kann das griechische Feuer vor Ort einfach so einsetzen. Obwohl, steht auch rechts oben, ne? Nimmt griechisches Feuer aus dem Behälter. Auf den Schiffen machen die noch nichts. Kann ich die noch natzen?
Zeit zu sterben, Handlanger. Ach scheiße. Geht ja nicht. Nicht schlimm. Kostet mich ja keine Munition oder sowas. Wirk ausweichen auf dich selbst. Ah, schön. Die anderen müssen erst getriggert werden. Oder weil der noch lebt. Tja, woher weiß ich, wann der reagiert? Mein Ziel ist ja nur, die Schiffe in Brand zu setzen, deshalb werde ich mich auch daran halten. So, geh ruhig hoch. Wir sind hier, um die Flotte zu sabotieren! Gebt Alarm! Wunderbar. Wir haben erfolgreich jede einzelne Person in Mytilene geweckt. Wir müssen schnell diese Schiffe verbrennen. Ansonsten war dieser ganze Einsatz umsonst. Würde ich doch erstmal Leute töten sollen. So, das hilft mir alles überhaupt nicht. Oh mein Gott. Komm, hier lang! Mm-hmm.
Kacke. Gerade das. Ich stehe da echt scheiße. Wobei das Schiff einfach weiter brennt. Danke, Rotzamknie, für einen Twitch Prime Sub. Ach ja, ich habe mir deinen Speer weggenommen, wodurch ich jetzt nicht aus der zweiten Reihe angreifen kann. Du könntest aus der zweiten Reihe angreifen. War schon so gewollt. Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Wir greifen sie gemeinsam an. Geht aus dem Weg! Ich kann sie nicht erreichen. Tja, brennt ja auch. Der Release ist am 20. Ich kann seit einem Monat spielen, circa, glaube ich. Ja, doch, die waren relativ früh. THQ Nordic Produkte sind immer relativ schnell verfügbar. Um mal früher reinzugucken, aber die deutsche Lokalisierung konnte immer als letztes, deshalb lasse ich mir damit auch viel Zeit und zwar Embargo bis heute. So, gehen wir da unten hin. Hilft mir mal jemand! Kein dauerhafter Schaden. Ach. Wir verkrümmen uns mal nach hinten. Weil über das Schiff werden die nicht mehr kommen. Sie sind da drüben. Vorrücken! Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Ich glaube gerade ist ein Gegner durch den Boden geglitscht. Kann man sagen, es ist ein römisches XCOM. Falls du von früher noch die Blackguards-Reihe kennst, also Blackguards 1 und 2, finde ich das naheliegender.
Natürlich hat es wie alle Rundenstrategiespiele, also taktische Rundenstrategiespiele, Ähnlichkeit mit XCOM. Aber eigentlich ist es ein taktisches RPG. Und XCOM ist ja eigentlich kein Rollenspiel. Kann sich auch selbst teilen? Er kann sich nicht selbst teilen. Das ist ja doof. Guten Abend, Kyosho. Aber vor allem Ding. Schießt da einfach gerade durch auf den, obwohl davor noch mein Typ steht. Ich lege mich einfach hin und ruhe meine Augen aus. Wahrscheinlich durch die Erhöhung. So viel dazu, dass ich mit dem Schild die Deckung machen kann für den hinter mir. Ich kann euch sagen, wie. Ich würde etwas Hilfe zu schätzen wissen. So, weiter weg. Kann aber sein, dass nur das Turmschild dagegen hilft. Und die anderen Schilde nicht schützen. Obwohl es kann wirklich sein wegen der Anhöhe. Also dass die höher stehen und deshalb schießen die über meinen Charakter halt drüber. Folgt mir! In die Flammen. Wir greifen sie gemeinsam an! Haltet durch, Freunde! Wir sind hier, um euch zu retten! Dass der bis da unten getroffen hat, naja. Na, Mr. Hyde. So, ausweichen. Das gilt für zwei Runden, denke ich mal. Wir haben noch zwei griechisches Feuer. Tja, KI ist nicht die schlauste. Sind da drüben, vorrücken!
Jedenfalls zur Zeit. Stellt euch den mal kurz in den Weg. Muss irgendwie nur bis da kriegen. Der dann nicht getötet wird dabei. Sehr schön. Sind das die Kerle, die wir verprügeln sollen? Hat sich schon gelohnt, den Reaktionsschuss auf 2 zu erweitern. Aber nur 2 Schaden? Naja. Dann stelle ich wenigstens den Weg. Folgt mir! Okay, der zweite war auch in der Reaktionsschussreichweite. Hau weg. So gesehen sind sie auch nur Piraten. Trefferwahrscheinlichkeiten sind immer 100%. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil du hast eine gewisse Reichweite, auf der du auf jeden Fall treffen kannst. Und ich finde, das ist besser planbar. Erledigt. Die Galeeren können sie unmöglich noch retten. Na, ja, Kampf endet einfach. Da hätte man sich auch einfach hinstellen können. Obwohl, dann, ja, man alarmiert ja die Wachen. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Selbst der Hafen steht in Flammen. Gute Arbeit, wir sollten uns nun Thermos anschließen. Setzen wir uns in Bewegung, sonst werden die alle Ehre einheimsen. All das bedeutet nichts, wenn der Angriff kein Erfolg ist. Wir sollten uns Gaius anschließen und sicher gehen, dass sie Erfolg haben. Ein ehrenwertes Ziel, junger Prime. Setzen wir uns also in Bewegung. Darf ich noch looten vorher? Bestimmt.
Obwohl das wieder so ein richtiger... Ach, wie soll man sagen? So ein richtiges Streckungselement ist, die Karte nochmal nach Kisten abzusuchen, um Gegenstände zu looten. Weil es halt vorher nicht sehr relevant ist. Also in der Schlacht wirst du ja nicht irgendeine Kiste aufmachen. Also guckst du dir im Nachgang nochmal dieses Gebiet an und sagst, oh, guck mal, da kannst du eine Kiste looten. Juhu! Cool, sollte man auf jeden Fall machen. Weil Ausrüstung. Da haben die Leute wenigstens mal was zu tun, sich das Gebiet anzuschauen. Am besten ist auf den Karten die Bänke, wo du dich mal eben draufsetzen kannst. Ein Segen. So hat sich die Sitzanimation gelohnt. So, was ich übrigens immer noch vergessen habe mal zu zeigen, ist, dass wir unten die Persönlichkeiten haben. Hedonistisch, mag Feste, Skeptiker, Ehrlicher. Sineros, vermittelnd, bescheiden und sexistisch. Er mag nicht, wenn Frauen gleich behandelt werden. Kannst du auch nur machen in einem Spiel, was in der Antike spielt. Schätzt Offenheit und Ehrlichkeit, ist arrogant, kriegstreibend. Was hattest du so? Großzügig. Schätzt es, wenn ihr jeden in Not geraten sind, Ressourcen überlasst. Verträgt sich nicht mit gierigen Charakteren. Schätzt kluge Tricks und Täuschungen. Verträgt sich nicht mit ehrlichen Charakteren. Arrogant. Für jeden erfahrenen Speer, der mit euch reist, bewegt sich die Gruppe 5% schneller. Asketisch. Eine Person, die einen asketischen Lebensstil pflegt, überspringt jede zweite Mahlzeit. Rüstung stark und gut. Alle Widerstände 11%. So. Zielgenauigkeit 10, kritischer Schaden 5. Sexistisch. Mag es nicht, wenn ihr das andere Geschlecht als gleichberechtigt behandelt. Habe ich doch gesagt. Das ist das, was ich gesagt habe. Er mag es nicht, wenn Frauen gleichberechtigt behandelt werden. So, deine Kleidung glaube ich überhaupt nicht verändern zurzeit. Ist dasselbe Schild, hat aber eine andere Fertigkeit. Das ist ein bisschen irritierend.
+5% kritische Trefferchance. Habe ich noch irgendwas zum Lernen gefunden? Nö. So, ab da.